Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andy. Wir spielen heute wieder eine Runde Bloons Monkey City. Und wie versprochen, es geht wieder ab bei unserer ersten Stadt. Bei unserer Großstadt, kann man schon sagen. So Leute, ich muss kurz was mit dem Mikro machen. Moment. Mir gefällt die Stellung hier nicht vom Mikro. So, sollte jetzt besser halten. Also, ja, wir werden angegriffen. Was ist das denn? Irgendein Gack. Ein Gack. So. Ich wurde übrigens vor kurzem gefragt, wirst du das Spiel durchspielen? Ja, ich weiß jetzt nicht, wann es durch ist, aber ich habe nicht vor, das abzubrechen hier. So. Und ich würde sagen, weiter geht's. Was wollen die von mir? Capture some land with the fake name. BFB. Das, was ist der BFB? Der oder der rote? Oh, keine Ahnung. Auf jeden Fall werden wir unser Land ein bisschen vergrößern, forschen und so weiter. Was können wir machen? Wir können jetzt hier Tier 4. Erforschen, da brauchen wir aber einen Haufen Kohle. Require High Intensity Explosive Workshop. Alleine der Name. Also, High Intensity Explosive Workshop. Was ein Name. Das ist sicher hier. Was ist das denn? High. Wir sind so high. So, wo ist der High Explosive? Bla. Wo ist er? Warte mal, hier. So, das müssen wir bauen. Das kostet 25.000 Eier. Und dann können wir in Tier 4 angehen. Aber davor würde ich noch gerne hier die Dinger upgraden. Die Banken, damit wir überhaupt mehr Geld kriegen können. Jo, und so weiter und so fort. Wie sieht's denn hier aus? Die sind schon alle vom Level her höher. Das heißt, die kommen natürlich weiter. Wave 50 werden wir jetzt nicht unbedingt aufhalten. Ja, ich würde sagen, wir machen mal ein Level. Und ja, dann werden wir schon was reißen, ne? Schauen wir sie mal um hier. Was können wir denn Schönes tun? Wir könnten versuchen, das hier einzunehmen. Das werden wir auch tun. Oh ne, das ist diese beschissene Strecke. Fuck. Die ist schwierig. Weil die kommen schon wieder von zwei Seiten. Boah, da weiß ich jetzt nicht recht, wie wir die aufhalten sollen. Was wir aber machen können, ist diese Bananenfarmen hier. Die sind so generell gut. Ich nehme jetzt gleich mal zwei. Ja, das ist schon wieder ein Fehler. Fehler. Zwei können wir nicht nehmen. Das geht sich nicht aus. Weil wir müssen natürlich auch hier ein bisschen Tower machen. Ne? Der ist verboten hier. Das können wir gleich schmeißen. Ja, dann bleibt mal eh nur mehr die Spike Factory. Die haue ich dann hier hinten hin und sage let's go. Mal schauen, ob das hinhaut. Wir müssen ja nur die erste Wave hier schaffen. Den Rest machen wir dann mit anderen Towern. Oh, okay. So, wir müssen hier mal ein bisschen was zusätzlich nur reinpfeffern. Es ist nicht leicht hier, es ist nicht leicht. Wir brauchen auch Tower. Das ist ein allgemeines Problem hier. Am besten ist, wir nehmen so einen Ninja mal vorerst. So, da kommen wir dann so halbwegs zusammen. Einmal Ninja, Dankeschön. Und ab geht's. Das ist einmal das absolute Minimum hier. Ich werde so einen Bananendingsbums nur nehmen, Wave 3 von 21. Also das wird hart werden hier, das zu schaffen. Wir bräuchten noch auf jeden Fall mehr Geld. So, was wir aber machen können, ist das hier nehmen. Aber im Moment ist ja das nicht nötig. Solange die Spike Factory die nur abhält, geht's. Was wir natürlich auch brauchen, ist Sniper. Für die Stahlblons und Co. Oh, da kommt ein bisschen was, aber das geht. So, jetzt können wir uns den zweiten hier leisten. Den hauen wir gleich hier hinten dran. So.
Dann kriegt das absolute Minimum-Upgrade, dass wir ein bisschen mehr Nanin kriegen und dann müssen wir tower-technisch eh schon was machen. Am besten ist den Ninja da ein bisschen vorerst. So. Das würde schon ein bisschen helfen hier. So, jetzt geht es ein bisschen leichter. Das linke Upgrade auch einmal und dann haben wir eine Zeit lang ein bisschen Ruhe hier. So, jetzt haben wir ein bisschen Ruhe. Und dann möchte ich nur dieses Upgrade, dass wir mehr Bananen kriegen. Wir werden es bei diesen zwei Factories hier, Bananen-Factories, belassen. Weil, ja, mehr braucht man nicht. Da kriegen wir dann schon genug, wenn wir die ordentlich upgraden. Das wird sehr schwer zum Schaffen sein hier. Ich würde gerne mit mehr Snipern arbeiten, aber das ist so eine Geldsache. So, 13,55 brauchen wir mal. Jetzt werden dann auch schon Stahlblooms kommen. Das ist natürlich auch ein bisschen blöde. Können wir das so machen? Dann müssen wir was gegen Stahlblooms auf jeden Fall unternehmen, sonst haben wir hier ein Riesenproblem. Ja gut, gegen Stahlblooms könnte man auch einen auf die Schnelle einen Sniper nehmen. Zumindest mal einen. Dann wäre das Problem zumindest vorläufig gelöst. Ihr seht ja, was da kommt. Das ist nicht wenig. Ist die Frage, wann kommen die Stahlblooms? Ich hoffe jetzt noch nicht, weil ich habe noch nichts. So, ich nehme jetzt das hier. Ich hoffe, das war kein Fehler. Ich glaube, in der Wave 8 kommen sie. Das müsste dann ausgehen mit dem Sniper hier. Dass wir das hinkriegen. So, wir nehmen den ersten Sniper. Der ist gezielt gegen Stahlblooms, wird der eingesetzt. So, als erstes das hier. Ich hoffe, das ist kein Fehler. So, also Stahlblooms kann er schon mal. Das ist jetzt nicht das Problem. Das Camouflage-Upgrade kriegt er auch. So, und wir werden jetzt hier Gas geben. Was ich nur brauche, ist hier ein bisschen mehr Wumms. So. Die Sniper hier, die Grundsniper sind nicht so schlecht. Da werde ich von denen ein paar nehmen. Die werden wir dann später upgraden. So, wir nehmen jetzt einen zweiten Sniper. Wie gesagt, der kriegt das Upgrade hier, dass er die Stahlblooms wegfetzen kann. So kommen wir dann ganz gut klar. So, so haut das hin. Das braucht er auch noch. Wie schaut es bei dir aus? Du brauchst nur ein Upgrade. Du musst ein bisschen mehr fetzen hier. So, haut hin. Dann die Spark Factory. Denn die hält ja alles auf hier, sozusagen. Zuerst das hier, dann das Stahlblumen-Upgrade. So, Stahlblumen-Upgrade haben wir. Soweit haut's hin. Jetzt nur mehr Spikes. Haben wir auch. Zwei Ninjas noch in die Mitte. Ich glaube, das ist eine gute Lösung. Könnten sie jetzt übertreiben hier? Wie sieht denn aus? Kriege ich den da hin? Jo, nehmen wir eine dritte. Ich übertreibe es jetzt gleich ein bisschen. Kriegen wir Geld ohne Ende, aber wir müssen natürlich auch Tower machen, sonst wird es hier böse, böse enden. So, so wie jetzt. Nehmen wir gleich den zweiten hier. Volle Wäsche upgraden. So, das war jetzt fällig. Sonst hätten wir aufs Maul gekriegt. Aber ich muss auch gleich einen dritten nehmen, das geht sonst hier nicht. So. Die Stahlblooms hier dummerweise. Ist noch keiner durch, lustigerweise. Weiß gar nicht wie und warum und wieso, aber es ist uns noch keiner hier durch. Und das ist sowas wie ein Weltwunder, würde ich schon behaupten. So, jetzt haben wir den auch auf 3. Jetzt gehen wir auf die dicken Spikes hier, weil es werden gleich Keramiks kommen. So, das haut schon mal hin hier. Sehr viel, aber wir haben es noch unter Kontrolle.
So, dann würde ich sagen, wir nehmen hier vorne noch so einen, der soll das ein bisschen abschwächen, das Ganze hier. So gut es geht halt, ne? Und jetzt sind die Sniper hier dran mit einem Upgrade. So, die Schussfrequenz erhöhen wir, bei dem da auch. Kostet viel Geld, aber wir kriegen ja genug. Jetzt schau mal, wie viel wir kriegen. 13. Das heißt, 29 mal 30. 30 mal 30 sind 900 ungefähr pro Runde, wenn wir kriegen. Also das geht. Ich setze jetzt hier viel auf Sniper. So. Jetzt kriegen die ein ordentliches Upgrade. Das ist 7 Layer weghauen. Das ist schon für Keramics. Das Upgrade sozusagen. So halbwegs kommen wir eigentlich klar. Ist noch keiner durch. Also bis jetzt geht's, aber wir sind noch nicht durch. Wir sind noch nicht durch mit dem Ganzen hier. So, den haben wir auch abgegradet. Jetzt heißt es wieder Geld sammeln. Wave 19 haben wir immer noch. Ich überlege gerade, was könnte man da noch so nehmen? Was haben wir nur zur Verfügung hier alles? Nichts, was wirklich so... Ja, ich sage jetzt mal, brauchbar wäre. Wir könnten Geld sammeln, das auf jeden Fall. Zur Not mache ich noch einen dritten Sniper, das ist immer gut. Von denen haben wir auch noch welche. Dann nehme ich hier noch einen und hier noch einen. Machen wir so. So. Das ist, glaube ich, ein guter Mittelweg hier. So, den natürlich auch upgraden hier. So, jetzt haben wir 5 von denen. Wave 21, die letzte Wave. Ich glaube, wir kriegen das super hin. Ich nehme nur einen Sniper jetzt sogar. So. Und geschafft. Und das mit Bravour. So läuft es, Leute. Gibt schön XP. Sogar... 5 Bluestones haben wir gekriegt und jetzt probieren wir das hier, aber das wird jetzt ein bisschen sehr seicht. Was ist das für ein Level? Den kenne ich noch gar nicht. Aber probieren wir ihn aus und ich nehme sogar zweimal Supli, weil der ist sehr schwierig, der ist unplatzbar, die kommen hier rum. Jo, das wird saftig werden. Bananenfarmen sind erlaubt, das ist gut. Ja, das ist so eine Sache jetzt. Ich würde sagen, wir geben den hier hin. Da kann er rumeiern. Wir nehmen eine Spec Factory noch. Für den Anfang sollte das okay gehen. So. Let's go! So schnell es geht, die zweite Bananenfarm, dass wir Kohle kriegen. Haben wir und natürlich gleich upgraden die ganze Bude hier. So, jetzt habe ich vergessen, das Non-Stop rein. 25 Waves gibt es, das ist jetzt noch mehr, es werden Bosse kommen. Hier wird es jetzt richtig abgehen. Ich upgrade jetzt den da, dass wir hier mehr Spikes kriegen. Sonst wird sowieso, also stärkere Spikes, sonst wird es hier sowieso dreckig. Und das Gedampfe, das ist richtig ungut übrigens. Das ist lästig. Oh Gott. Oh Gott, ist einer durch. Ja, Bluestones kriegen wir keine mehr, aber das heißt nicht, dass wir es nicht schaffen. Das heißt nur, wir kriegen keine Bluestones mehr. So. Der Monkey hier hilft da jetzt ein bisschen mit. Jo, leider, Bluestones kriegen wir keine, aber egal, schauen wir mal, ob wir das Land einnehmen. Man muss ja nicht immer Bluestones haben. So, ich versuche jetzt hier ein bisschen Kohle rauszuscheffeln. Wir müssen langsam towertechnisch auch wieder was machen. Ich nehme nur schnell das mit dem Geld hier und dann muss man uns wieder um die Tower kümmern, sonst wird das ein bisschen kritisch sozusagen. Ah, und den zweiten können wir auch noch, das geht hier aus. Das haut hin.
So, das haben wir. Jetzt gibt's Moos. Jetzt ist die Spike Factory dran. Wir könnten in die Mitte auch Supermarkets, das wäre richtig dreckig. Aber die haben noch nicht so wirklich die Upgrades und vor allem, das ist scheiß teuer. So, Stahlblumen-Upgrade hat er. Die Spike Factory. Oh, da geht wieder einiges durch hier. Aber ist jetzt nicht so schlimm. Wir kriegen sowieso keine Bluestones mehr. Da können wir ein paar verkraften. Jetzt wird upgegradet. So, es läuft eigentlich ganz gut soweit. Ich überlege gerade, was wir noch nehmen könnten hier. Ansonsten machen wir die dicken Spikes jetzt mal. Aber wisst ihr was, ich nehme hier sogar noch zwei. Ich hoffe, das ist jetzt kein Fehler, aber trotzdem müssen wir jetzt spike-technisch was machen. Tower-technisch, sonst kriegen wir hier zu viel in die Fresse. Das ist natürlich dann auch nicht so gut. So, das heißt, eine Linie nehmen wir mal auf jeden Fall. Der Ninja auf Tier. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.